Willkommen im Mastery-Video. Nach den drei vorigen Videos kannst du schon gut mit der Oberfläche von dreiseitigen und vierseitigen Prismen umgehen. Jetzt stellen sich uns zwei Fragen. Wie sieht es für andere Prismen aus? Und wie berechnet man hier die Oberfläche? Um das zu beantworten, schauen wir uns eine Aufgabe an. Ein Kinderspielplatz soll durch einen Wall vom Rest eines Parks abgegrenzt werden. Dabei besitzt der Wall eine trapezförmige Grund- und Deckfläche. Insgesamt ist der Wall 30 Meter lang, an der unteren Kante 9 Meter breit und 4 Meter hoch. Die obere Kante ist 3 Meter breit und die beiden Schenkel der trapezförmigen Grundfläche sind gleich lang. Die Seiten des Walls sollen mit einer Blumenwiese und Büschen bepflanzt werden. Wie viel Quadratmeter müssen bepflanzt werden? Pausiere das Video jetzt und überlege dir zwei Dinge. Was ist bereits gegeben und was ist in dieser Aufgabe zu tun? Aber halt, wollten wir nicht die Oberfläche eines Prismas berechnen? Ja klar, wie du bereits wissen solltest, muss ein Prisma keineswegs ein Dreieck oder ein Rechteck als Grundfläche besitzen. In diesem Fall ist die Grundfläche eben ein Trapez. Für die Berechnung der Oberfläche gilt dann erneut die allgemeine Formel O ist gleich 2 mal G plus M. Sehen wir uns zuerst an, was wir gegeben haben. Das trapezförmige Prisma besitzt eine Länge L von 30 Metern. An der Unterkante A ist es 9 Meter breit, die Länge C der oberen Kante beträgt 3 Meter und insgesamt hat die Grundfläche eine Höhe H von 4 Metern. Um die Fläche berechnen zu können, die bepflanzt werden soll, fehlen uns noch die Längen der Schenkel B. Diese können wir über einen geometrischen Zusammenhang erhalten. Fällt er dir ein? Überlege doch mal. Genau. Wenn wir in der Grundfläche ein rechtwinkeliges Dreieck einzeichnen, dann können wir die Längen der Schenkel im Handumdrehen mit dem Satz des Pythagoras berechnen. Dieser lautet hier b² ist gleich a1² plus a². Die Längen der Katheten betragen jeweils 3 Meter und 4 Meter. Das liegt bei der ersten Kathete a1 daran, dass auf die gesamte Länge a der unteren Kante die Länge c der oberen Kante projiziert wird und folglich davon abgezogen werden muss. Da das Trapez gleichschenkelig ist, ist der Abschnitt A1 auf der anderen Seite gleich groß und muss ebenfalls von A abgezogen werden. Damit bleibt eine Länge von 3 Metern für A1 übrig. Die zweite Kathete entspricht der Höhe H des Trapezes und macht 4 Meter aus. Pausiere jetzt das Video und berechne die gefragte Länge B der Schenkel. Willkommen zurück. Vergleichen wir. Wenn wir diese Längen oben einsetzen, dann erhalten wir b² ist gleich 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat, ergibt b gleich die Wurzel aus 3 Quadrat plus 4 Quadrat, ist gleich die Wurzel aus 9 plus 16, ist gleich die Wurzel aus 25, ergibt b gleich 5. Die gesuchte Länge b der Schenkel beträgt also 5 Meter. Damit können wir die Fläche berechnen, die bepflanzt werden soll. Dabei müssen wir beachten, dass nicht jede Fläche des Walls bepflanzt werden kann. Sowohl die Grund- und Deckfläche als auch eine der zum Mantel gehörigen Flächen können nicht bepflanzt werden, da sie entweder vertikal ausgerichtet sind oder direkt am Boden anliegen. Also bleiben nur jene Flächen übrig, die von oben sichtbar sind und somit zur Mantelfläche des Prismas gehören. Drücke jetzt auf Pause und berechne die gefragte Fläche auf einem Blatt Papier. Nimm dir dazu die Skizze zur Hilfe. Willkommen zurück. Sehen wir uns das an. Wenn wir von der Formel O ist gleich 2 mal G plus M ausgehen, dann müssen wir berücksichtigen, dass die trapezförmige Grund- und Deckfläche wegfallen. Damit sind wir bei der Fläche A gleich M. Notieren wir uns, wie man den Mantel berechnet. M ist gleich U mal H. Oder m ist gleich a plus 2 mal b plus c in Klammer mal h, wobei die Höhe h in dieser Aufgabe der Länge l des Prismas entspricht. Zudem müssen wir beachten, dass eine der Flächen des Mantels am Boden anliegt, also nicht bepflanzt werden kann. Damit fällt die untere Fläche mit der Seitenlänge a weg und es bleiben drei rechteckige Flächen übrig, die beiden schrägen Böschungen und die obere waagrechte Fläche. Der Flächeninhalt davon beträgt a ist gleich
b mal l plus b mal l plus c mal l ist gleich 2 mal b mal l plus c mal l ist gleich 2 mal b plus c in Klammer mal l ist gleich 2 mal 5 plus 3 in Klammer mal 30 ist gleich 13 mal 30 ist gleich 390. Die gesuchte Fläche A beträgt also 390 Quadratmeter. Die Fläche des Walds, die mit einer Blumenwiese und Büschen bepflanzt werden kann, beträgt insgesamt 390 Quadratmeter. Wenn du das geschafft hast, dann gehen wir zur nächsten und letzten Aufgabe für das heutige Video. Achte beim Lösen genau auf die Angabe, denn auch hier musst du die allgemeine Formel zur Berechnung der Oberfläche etwas abändern. Die Situation ist die folgende. Sarahs Eltern möchten in ihrem neuen Garten ein Hochbeet aus Holz bauen. Sie haben 8,6 Quadratmeter an Holzplanken zur Verfügung. Da das quaderförmige Hochbeet in eine Lücke passen soll, darf es maximal 1,3 Meter breit werden. Idealerweise soll es genau einen Meter hoch werden. Welche Länge darf das Hochbeet maximal besitzen, damit es sich mit dem vorhandenen Material ausgeht? Pausiere das Video jetzt und überlege dir Folgendes. Was ist bereits gegeben und was ist in dieser Aufgabe zu tun? In dieser Aufgabe geht es also darum, aus einer zur Verfügung stehenden Holzplankenfläche die mögliche Länge L der Grundfläche des Hochbeets zu berechnen. Zeichnen wir uns die gegebenen Größen am quaderförmigen Prisma ein. Die Grundfläche hat eine Breite B von 1,3 Metern und insgesamt ist das Hochbeet 1 Meter hoch. Die Länge L der Grundfläche ist gefragt, wobei die zur Verfügung stehende Fläche A mit 8,6 Quadratmetern vorgegeben ist. Doch welche Flächen zählen überhaupt zur Oberfläche dazu? Bei typischen Hochbeeten ist die Grundfläche direkt mit dem Erdreich verbunden. Also fällt diese weg. Wie dir wahrscheinlich schon aufgefallen ist, muss auch die Deckfläche wegfallen, da ja ansonsten kein Gemüse im Hochbeet angebaut werden könnte. Damit bleibt also nur noch die Mantelfläche M übrig. Pausiere jetzt das Video und versuche, aus der angegebenen Fläche von 8,6 Quadratmetern die gefragte Länge L der Grundfläche zu berechnen. Sehen wir uns das mal an. Wie du schon bemerkt hast, fallen sowohl die Grund- als auch die Deckfläche bei dieser Aufgabe weg. Deswegen müssen wir die allgemeine Formel O ist gleich 2 mal g plus m folgendermaßen anpassen. Die Oberfläche O ist gleich 2 mal g plus m wird zur Fläche A gleich m. Mit der Formel m ist gleich U mal h aus den folgenden Videos erhalten wir A gleich m gleich U mal h gleich 2 mal l plus 2 mal b in Klammer mal h. Dabei haben wir in der letzten Zeile benutzt, dass sich der Umfang U aus 2 mal l plus 2 mal b zusammensetzt. Dank der Angabe kennen wir die Größe der zur Verfügung stehenden Fläche A. Diese beträgt 8,6 Quadratmeter. Zudem wissen wir auch, dass das Prisma 1,3 Meter breit und 1 Meter hoch sein soll. Wenn wir diese Werte einsetzen, dann haben wir 8,6 ist gleich 2 mal L plus 2 mal 1,3 in Klammer mal 1 ist gleich 2 mal L plus 2,6 ergibt 6 gleich 2 mal L ergibt L gleich 3. Die Länge L beträgt also 3 Meter. Wenn das Hochbeet in die Lücke passen soll, dann müssen Sarahs Eltern eine Länge von 3 Metern für das Hochbeet wählen. Jetzt bist du in der Lage, sowohl die Oberfläche als auch unbekannte Seitenlänge von Prismen zu berechnen. Dafür kommt in beiden Fällen die allgemeine Formel O ist gleich 2 mal g plus m zum Einsatz. Dabei spielt es für die Gültigkeit der Formel keine Rolle, welche Form die Grundfläche des Prismas besitzt. Diese kann ein Dreieck, ein Rechteck, ein Trapez, ein Parallelogramm oder auch ein regelmäßiges Sechseck sein. Der einzige Unterschied, der bei der Berechnung der Oberfläche dieser Prismen auftritt, ist die unterschiedliche Zusammensetzung der jeweiligen Flächen. Betrachte dazu die rechts abgebildeten Oberflächenformeln und versuche, sie den entsprechenden Prismen zuzuordnen. Nimm dir dafür ruhig etwas Zeit und drücke auf Pause. Willkommen zurück. Fangen wir mit dem dreiseitigen Prisma an. Die Oberfläche dessen wird mit der Formel O ist gleich 2 mal c mal ac halbe plus a plus b plus c in Klammer mal h berechnet.
wobei wir dafür für die Grundfläche G und die Mantelfläche M die entsprechenden Formeln eingesetzt haben. Machen wir mit dem quaderförmigen Prisma weiter. Die Oberfläche davon ergibt sich, wie du aus den vorigen Videos bereits weißt, aus der Formel O ist gleich 2 mal a mal b plus 2a plus 2b in Klammer mal h. Damit sind wir auch schon bei dem Prisma mit der trapezförmigen Grundfläche angelangt. Mit der Flächeninhaltsformel für das Trapez folgt für die Oberfläche O ist gleich 2 mal a plus c in Klammer mal h halbe plus a plus 2b plus c in Klammer mal h. Die Oberflächenformel des Prismas, das ein Parallelogramm als Grundfläche besitzt, lautet O ist gleich 2 mal a mal ha plus 2a plus 2b in Klammer mal h. Somit bleibt eine Oberflächenformel übrig. Diese lautet O ist gleich 2 mal 3a Quadrat mal Wurzel aus 3 halbe plus 6 mal a mal h. Das entspricht der Oberfläche des Prismas, das ein regelmäßiges Sechseck als Grundfläche besitzt. Wir haben also erkannt, dass die Formel O ist gleich 2 mal g plus m auf alle Arten von Prismen anwendbar ist, solange wir die Flächeninhaltsformeln der jeweiligen Flächen kennen. Das Gute daran ist, diese Formel gilt nicht nur für Prismen, sondern auch für andere Körper, unter anderem für Zylinder. Diese sind zwar nach Definition keine Prismen, aber deren Oberfläche wird auf dieselbe Weise berechnet. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann klicke jetzt auf den oben rechts eingeblendeten Videolernzyklus.